Servus Freunde, willkommen zu einer neuen Folge McAllister bei herrlichstem strahlenden Sonnenschein, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Wir machen mal wieder eine Leckerei aus dem Dutch Oven, nämlich Käsefleisch. Käsefleisch, was das ist, wie das funktioniert, ich habe keinen Plan, ich habe nur eine kranke Idee im Kopf, die versuche ich umzusetzen und das machen wir jetzt und das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Die Woche ist bei mir am Foodtruck Urlaub. Letzte Woche habe ich nur bei der Metzgerei für meinen Schaschliktopf Fleisch und Speck bestellt. Am Montag habe ich dann entschlossen, ich mache Betriebsurlaub, also musste ich das Zeug Fleisch und Speck trotzdem nehmen. Habe ich gesagt, da mache ich irgendein Video draus. Ich habe überlegt, was können wir machen? Gulasch? Ja, nicht schon wieder Gulasch, habe ich mir gedacht. Also probierst mal was richtig Perverses und zwar Käsefleisch. Also einfach eine schöne, knackige Käsesoße. Zusammen mit Fleisch und Speck, angebratenem Fleisch und Speck, so die grobe Idee. Ich habe nur keine Ahnung, ob es funktioniert oder ob das Ganze einfach bloß in einem Desaster endet, aber wir machen Learning by Doing und da hätte ich gesagt, starten wir dann auch schon gleich einmal mit den Zutaten, die wir uns hier angucken. Der Hauptdarsteller ist heute unser Schweinenacken, der ist schon in kleine Würfel gewürfelt oder in Gulaschgröße geschnitten. Wir brauchen Baconwürfel bzw. Baconstreifen, die sind auch ein bisschen gröber gewürfelt. Dann haben wir hier Sahne, wir brauchen ein paar Chiliflocken, wir haben geriebenen Käse, Zwiebeln und Knoblauch. Dann haben wir hier einmal Schmelzkäse, in meinem Fall ist es Gouda. Wir brauchen ein bisschen Weißwein und zum Würzen nehmen wir heute den Medicopter, mein mediterranes Gewürz aus meiner eigenen Gewürzserie. Das ausführliche Rezept, genauso wie die Mengenangaben, findet ihr alles wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu meinen Gewürzen, wo wir heute ja den Medicopter verwenden. Ja, was ist sonst noch zu sagen? Wir benutzen heute den DO6 von Barbecue Toro und ansonsten den Doking, also die All-in-One-Kochstation. Kann ich euch gerne mal das Video hier oben verlinken und da warte ich jetzt, bis die Kohlen durchgeglüht sind und dann legen wir auch schon gleich los. Und hier ist das Gerät, von dem ich gerade gesprochen habe. Die Kohlen sind drin und wir geben jetzt unseren Dutch Oven hier hinauf und wir lassen den erstmal schön kräftig aufheizen. Wir geben ein bisschen Öl mit dazu. Und wir starten, dass wir uns portionsweise unser Schweinenackenfleisch hier anbraten werden. Unser Fleisch hat dann schön Farbe bekommen und wir nehmen uns das Fleisch dann wieder raus und stellen es derweil ein bisschen auf die Seite. Dann geben wir die nächste Charge rein und wir werden das ganze Fleisch jetzt einmal anbraten, bis alles durchgebraten ist. Ein paar Minuten sind vergangen und das komplette Fleisch ist jetzt hier drin wieder im Topf gelandet und hat mittlerweile auch schon gut Farbe bekommen. Da ist ja noch nichts gewürzt, das hat einen Grund, denn wir geben jetzt auch den Bacon mit dazu. Der Bacon gibt schon einiges an Salz an unser Fleisch ab und auch den Bacon lassen wir hier jetzt drin mit anbraten. Aber wir geben gleich noch unsere Zwiebeln genauso wie den Knoblauch mit dazu. Die Feinschmecker unter euch würden mir jetzt hier recht geben, also das Essen ist an sich fertig, da braucht man gar nichts mehr dazugeben, duften tut es großartig, aber wir sind noch nicht fertig, auf jeden Fall geben wir den ganzen jetzt Zeit und lassen die Zwiebeln und den Speck hier drin auch nochmal mit anbraten. Und hier könnt ihr es jetzt sehen, das Ganze dampft jetzt ordentlich, also ab dem Moment, wo hier der Bacon bzw. Salz mit im Spiel ist, fängt das alles auch relativ zügig zum Wässern an. Da müssen wir dem Ganzen einfach mal die Zeit geben, die es braucht, bis der ganze Wasserdampf hier alles verflogen ist. Und wenn das alles dann wieder das Braten anfängt, dann lassen wir hier nochmal knackig Röstaromen auf alles drauf geben. Gute 5 Minuten sind jetzt vergangen und die Flüssigkeit ist jetzt weitestgehend verdampft. Das Einzige, was jetzt hier unten noch zurückgeblieben ist, ist das Fett aus unserem Bacon. Und ich denke, das sollte uns hier langen, denn vielleicht kann man es auch sehen, hier unten fängt es an, dass Zwiebeln und Knoblauch schon langsam braun werden und sich unten am Boden absetzen. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn jetzt kommt unser Wein zum Einsatz. Mit dem werden wir das Ganze hier ablöschen.
Und durch das, dass der Wein dann gleich aufkocht, löst er uns hier mit vorsichtigem Rühren auch die ganzen Röststoffe alles unten vom Boden weg. Den Wein müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen einköcheln lassen. Und zurück bleibt eigentlich nur grandioser Geschmack und der Alkohol, der verfliegt weitestgehend. Der Wein ist ein bisschen einreduziert und als ob das Ganze jetzt nicht schon fettig, gehaltvoll genug wäre, kommt jetzt der Part, wo die Kardiologen aufschreien. Wir geben jetzt Sahne mit dazu. Und ab jetzt müssen wir die Hitze auch ein bisschen drosseln, denn das Ganze soll hier nicht hart und massiv aufkochen, sondern einfach nur leicht dahin köcheln. Jetzt ist auch der Augenblick, wo wir das Ganze mit dem Medikopter würzen werden. Also Salzgehalt haben wir ja hier genug drin. Deswegen einfach nur schauen, dass wir ein paar Kräuter, ein bisschen Geschmack mit dran bekommen. Mein Gewürz enthält ja auch Salz, also von dem her da ein bisschen vorsichtig sein. Und prinzipiell könnt ihr da jetzt auch Jalapenos mit reingeben, weil wir dann im späteren Verlauf eigentlich so eine richtige Käsesoße haben. Und da passen Jalapenos sehr gut mit dazu. Ich mache aber hier bloß ein paar Chiliflocken mit dazu und auch nicht zu viele. Nachschärfen können wir uns das Ganze später immer noch so, wie wir es brauchen. Da wir hier jetzt auch mit Nackenfleisch arbeiten, könnte man das Ganze jetzt hier eigentlich auch schon finalisieren. Aber ich habe gesagt, ich möchte das Fleisch hier drin ein bisschen schmoren lassen. Und damit uns das Ganze jetzt hier nicht trocken läuft, werde ich jetzt hier einfach ein bisschen Wasser mit dazugeben. Nicht viel, einfach nur so viel, dass man sagt, wenn man das Ganze jetzt eine halbe Stunde schmoren lässt, damit da einfach ja nicht die Sahne komplett verdampft, hier die Flüssigkeit aus der Sahne, sondern dass das ja, Wasser hier Möglichkeit hat zu verdampfen. Dann geben wir hier den Deckel drauf und wie gesagt, dann lassen wir das Ganze hier einfach mal schön gemütlich für eine halbe Stunde dahin schmoren und danach werden wir dann unseren Käsetopf, unser Käsefleisch finalisieren. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Unser Töpfchen hat jetzt hier für eine halbe Stunde leichter hinkochen dürfen und da werden wir jetzt einmal reingucken. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also da ist einiges wegreduziert. Von der Sahne ist an sich nicht mehr viel da. War gut, dass wir das Wasser dazugegeben haben. Jetzt werde ich hier den restlichen Schluck Wasser auch noch mit dazugeben. Einfach, dass wieder ein bisschen Flüssigkeit da ist. Der Geschmack von der Sahne ist ja auf jeden Fall noch vorhanden. Und wichtig ist, dass wir jetzt den Dutch Oven hier einmal wegnehmen von der Hitzequelle. Denn jetzt werden wir unseren käsigen Part mit dazugeben. Sollten wir das hier oben lassen, wird uns das Ganze sauber anbrennen. Deswegen Dutch Oven jetzt erst einmal weg. Den Dutch Oven habe ich mir jetzt auf so einem Pfannenknecht hier draufgestellt. Und dann schnappen wir uns jetzt unseren Schmelzkäse. Wir werden den hier einmal mit dazugeben. Also Ziel ist es, dass das jetzt alles ganz langsam nur so vor sich dahin schmilzt. Wenn man da jetzt voll Stoff drauf geben würde, das wäre wirklich eher kontraproduktiv. Und jetzt werden wir den Schmelzkäse hier einfach mal ein bisschen unterheben. Und gleichzeitig geben wir jetzt hier auch noch unseren geriebenen Käse mit dazu. Und auch hier werden wir alles erstmal schön dezent untermengen. Und hier seht ihr, was ich meine. Also das Ganze schmilzt wirklich schön langsam vor sich hin. Und hätten wir da jetzt Hitze von unten, dann würde uns das einfach nur massivst festbrennen. Wir werden zwar nur ein bisschen Hitze von unten brauchen, aber da geben wir den Topf immer nur ganz kurz auf die Hitzequelle drauf und schauen einfach, dass das alles hier schön schmilzt. Da können wir jetzt auch erst einmal für gute 2-3 Minuten unseren Deckel drauf geben. Das Ganze ist jetzt so weit runtergekühlt, dass ich gesagt habe, ich stelle es jetzt hier wieder drauf auf den Docking. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wie das Ganze hier richtig schön blubbert. Und das ist einfach nur ein Träumchen. Also schaut euch das an, Freunde. Mega, mega geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht in Summe ein bisschen zu dick. Deswegen habe ich gesagt, ich werde jetzt hier nur ein bisschen Milch mit dazugeben. Weil ursprünglich war der Plan, dass da ein bisschen mehr, ja, Restsahne vorhanden ist. Ich möchte das Ganze einfach ein bisschen, ja, bisschen flüssiger haben. Ja, und dann werde ich hier einmal ein schönes Foto schießen. Und dann hätte ich gesagt, ist Probierele-Zeit. Ja, Freunde, dann ist Probierele-Zeit und ich bin da jetzt wirklich mega, mega gespannt drauf. Also das sieht einfach nur hervorragend aus. Und ich hätte gesagt, guten Appetit. Porno, Freunde, absolut Porno. Also wahrscheinlich hat genau dieser Löffel, den ich jetzt gerade zu mir genommen habe, schon den ganzen Tagesbedarf an Kalorien abgedeckt, was ich zu mir nehmen darf. Aber das Ganze ist geschmacklich eine absolute Bombe. Fantastischer, leichter,
Weißweingeschmack, was man so im Abgang hat, den wo wir hier einfach mit reingegeben haben. Und Fleischgenuss par excellence, das Ganze in einer Käseummantelung, Käseumhüllung. Besser geht ein Essen einfach nicht. Also wir werden jetzt da ein bisschen Pasta dazu machen, das Ganze hier oben drauf geben und das Ganze wird einfach nur geil werden. Fred ist auch wieder da, der muss jetzt einfach mal hier hinterkommen, du musst das Ganze jetzt auch mal hier probieren. Ich brauche da dein Feedback dazu, der kommt gerade vor der Arbeit. Servus Fred. Servus. Also gönn dir, sag was davon hältst. Der schaut schon pervers aus, oder? Der schaut echt gut aus. Da geht was, oder? Nicht das zu viel versprochen, oder? Das ist richtig gut. Ja, aber da wird die Plauze wieder wachsen davon, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ne, also sensationell. Solltet ihr einfach mal sagen, euch sind Kalorien scheißegal. Probiert das unbedingt mal aus. Nachmachempfehlung, definitiv. Besser geht Essen nicht. Also, wir müssen hier Schluss machen, Freunde. Hat's euch gefallen? Dann lasst den Daumen nach oben da. Freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Wir gehen rein zum Mampfen. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister und der Fred. Gestern warst du noch der Bagger, Fredel. Ja. Ciao, ciao.